Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Okay, hier geht's noch irgendwie weiter runter. Ich glaube, sonst ist erstmal nichts von Interesse. Nö. Ja, gehen wir vielleicht erstmal hier wegen des Schiffs gucken, ne? Wie clever. Ach, Le Chac, Le Chip. Oh, guck mal. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Crewpositionen verfügbar. Dienen Sie unter Le Chac, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Fragen Sie hier an. Du suchst einen Job? Dann komm her. Das Klemmbrett in deiner Hand sagt, dass du die Quartiermeisterin bist. Die Mannschaft sagt, dass ich die Quartiermeisterin bin. Das Klemmbrett hat keine Stimme. Du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Willst du einen Job? Mir fehlt ein Schrubbi. Le Chac ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Sogar Menschen werden meistens toleriert. Hast du noch etwas Wichtigeres? Ich brauche einen zweiten Mat, einen Bootsmann, einen Schiffsarzt und einen Kanonier. Glaubst du, dass du für irgendetwas davon qualifiziert bist? Ich könnte zweiter Mat sein. Hast du überhaupt eine Ahnung, was ein zweiter Mat macht? Geht zu Ladeneröffnungen und Beerdigungen und wartet darauf, dass der erste Mat handlungsunfähig wird? Dachte ich mir. Ich wäre ein toller Bootsmann. Welche Qualifikation hast du denn genau dafür? Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Okay, vielleicht 8. Verschwende nicht meine Zeit, okay? Wie wär's mit Schiffsarzt? Ich nehme an, du hast eine Art medizinischen Abschluss? Ist das eine zwingende Voraussetzung? Entschuldigung. Ich könnte der Kanonier sein. Oh, darin wäre ich großartig. Boom, boom! Du siehst ein bisschen schmächtig aus. Was stemmst du auf der Bank? Bank? Kein Problem. Ich habe mal 12 Stunden auf einer gesessen. Ich halte das aus. Ich habe heute viel zu tun. Vielleicht ist Schrubbi doch nicht so schlecht. Die einzige Voraussetzung ist, dass du deinen eigenen Mob mitbringst. Wenn du einen Mob hast, ist der Job... Hey, warte mal. Wie ist dein Name, Seemann? Andrew Le Chac, Neffe. Mutig von dir, Andrew. Le Chac hat mir eine schwarze Liste gegeben. Und du stehst drauf. Im Grunde bist du die schwarze Liste. Es tut mir leid, ich kann dich nicht einstellen. Du bist offensichtlich Guybrush Threepwood. Tja, das ist ein kleines Hindernis. Ich bin verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass du dir ein eigenes Schiff besorgen wolltest? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum sich die Mühe machen? Ich wollte ein Schiff und eine Mannschaft. Hier waren ein Schiff und eine Mannschaft. Reif für die Übernahme. Alles, was ich tun musste, war, an Bord zu gehen, auf den richtigen Moment zu warten und zuzuschlagen. Zuschlagen? Die Mannschaft meutern, das Schiff kapern. Ein Pirat sein! Nur, dass sie dich nicht einstellen wollten, weil sie wussten, wer du bist. Ja, das war ein Problem. Außerdem brauchte ich einen Mob. Okay, einen wütenden Menschenmob vielleicht. Ah. Ich hoffe, das ist keine dieser Partykreuzfahrten. Butterfahrt. Man kann über meinen bösen, schrecklichen Erzfeind Le Chac sagen, was man will, aber er weiß, wie man ein Schiff belädt. Oder beladen lässt. Kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder Motorrollern. Dienstags von 3 bis 4 Uhr. Na toll. Ja, ich glaube, dann haben wir hier erstmal alles, oder? Sieht aus, als würde dies eine lange Reise werden. Ah, hier ist noch eine Quizkarte. Sehr gut. Hat es doch gelohnt. So. Ah ja. Was sagt eigentlich die To-Do-Liste jetzt? Was haben wir gemacht? Das hat sich jetzt wohl erledigt. Da müssen wir jetzt noch der Mannschaft beitreten. Mob. Ja, wahrscheinlich verkleiden. Und übernehmen. Oh, wir haben einen Stift. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Na, mal gucken.
Ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Na, mal hin. So. Was haben wir denn da? Ah, ja, okay. Das ursprüngliche Monkey Island wurde veröffentlicht auf... Was haben wir denn? Atari ST, IBM, C64 und Amiga. Wann waren das? 89, 90, irgendwas um den Dreh? Ich würde fast sagen IBM, oder? Das andere ist sogar schon fast ein bisschen... Ja. C64 definitiv nicht. Amiga und Atari ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen... Ja, ich würde sagen IBM PC. Jo! Sehr gut. Okay. Cool. Dann haben wir, glaube ich, jetzt aber erstmal alles. Warum hat es Wally so eilig? Er wird uns doch nicht an Madison verraten, oder? Ich glaube, er musste den Druck, der auf ihm lastete, auf eine andere Weise abbauen. Ja, guck mal. Finden wir Wally vielleicht mal wieder. War das gerade die, Voodoo-Lady? Elaine? Guybrush! Warte, kommt jetzt der schnulzige Teil? Nur ein bisschen, aber ich kann die Umarmungen und Küsse überspringen. Elaine! Guybrush! Okay, ich dachte, das wäre, ist jetzt nur so ein Fake-Out. Cool. Ich dachte, wir gehen pleite. Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Ich hatte gehofft, du würdest in meiner auftauchen. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? Es läuft großartig. Wir werden vielen Seeleuten eine Menge Limetten bringen und viele Leben retten. Ich muss mir aber etwas einfallen lassen, wie ich mit Captain Madison fertig werde. Der Druck, den sie auf die Stadt ausübt, macht es für Sozialprogramme wie das meine schwer. Du wirst nicht glauben, wie ich nach Monkey Island komme. Ich kenne dich schon lange. Versuch es. Ich habe vor, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, zu meutern und das Schiff zu übernehmen. Oh je. Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Vertrau mir, das ist der einfache Weg. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Ich mag sie nicht. Sie ist diejenige, die die Schließung der Werft durchgesetzt hat. Sie versteht den Wert von dem Geheimnis von Monkey Island nicht. Sie hat über mich gelacht. Über mich auch. Offensichtlich hat die Frau keinen Geschmack und einen lausigen Sinn für Humor. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Ich auch. Du musst wahrscheinlich los. Du sagst zuerst Tschüss. Nein, 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 du sagst zuerst Tschüss. Okay. Tschüss. Wiedersehen. Oh. Ja, mach mal. Das Problem an dieser Statue ist, dass es sich nicht um eine Statue von Elaine handelt, der besten Gouverneurin von Mealy aller Zeiten. Zu Ehren der 27. Gouverneurin von Mealy Island, Carla der Schwertmeisterin, für ihre heldenhaften Taten in Port Elizabeth. Mhm. Ah, okay. Es sieht nicht fertig aus. Ah, das ist noch eine Karte, oder? Ja, okay. Geht ja richtig ab. Aber gut, sind ja wie viel? 100 insgesamt. Von daher. Ja. Haben wir denn sonst noch? Oh, Seite 9. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf
Terror Island. Oh Gott. Terror Island, das war das große Piranha sein Affe. Ich glaube ein schiefer Baum, oder? Ja, okay, sehr gut. Alles klar. So, Graffiti haben wir. Ah ja, Flugblatt. Es ist Elaines Flugblatt darüber, wie Limetten Skorbut bekämpfen. Es ist wichtig, aber langweilig. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende geschafft. Ich nehme es trotzdem mal mit. Elaine würde mich umbringen, wenn sie mich dabei erwischen würde, wie ich ihre Flugblätter abreiße. Aber sie ist ja nicht da. Schade. Sie haben einen Ausverkauf zum halben Preis. Oh, sehr praktisch. Also noch mehr Graffiti. Na gut, gehen wir mal rein. Ah, der internationale Markt für Mojo. Dieser Ort hat sich seit Jahren nicht verändert. Willkommen, Guybrush Threepwood. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe auf dich gewartet. Du meinst... Das Schicksal hat bestimmt, dass du schon vor einigen Minuten hier sein würdest. Nur du schaffst es, selbst dann zu spät zu kommen, wenn du vom Schicksal dazu bestimmt bist. Es ist eine Gabe. Erlaubst du mir, in deinem Namen nach Wissen zu suchen? Wird es mich etwas kosten? Stolz. Freien Willen. Nicht viel. Der Weg zum Geheimnis ist wie eine Schlange, die sich selbst verschluckt. Viele Hindernisse liegen vor dir. Schlange, Hindernisse, kapiert. Du musst den Pfad beschreiten. Doch du hast ihn bereits beschritten. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn du unsicher bist, wie es weitergehen soll, schlage dieses Buch auf, um dich zu orientieren. Es kann mir meine Zukunft voraussagen? In gewisser Weise. Betrachte es als ein Buch der Hinweise. Was ist es wirklich? Ein Buch der Hinweise. Nutze es weise. Zu viel Wissen schmälert die Freude an der Reise. Toll, danke. Kostenlos. Okay, ja, brauchen wir gar keine Lösungsbücher mehr. Schauen wir doch mal rein. Ah, okay. Tada. Wie bekomme ich einen Mob? Der Ort der Reinigung, okay. Ja, okay. Gut, kann ich wohl wirklich mal reinschauen, wenn irgendwas ist. Alle meine Waren sind von oberster Qualität. Kannst du nicht wenigstens warten, bis ich sage, was ich denke? Das ist unheimlich. Oh. Das ist ein hübsches Symbol. Was bedeutet es? Da waren früher magische Verkleidungen drin. Aber leider sind sie alle weg. Schade, dass sie ausverkauft sind. Eine magische Verkleidung scheint wirklich nützlich zu sein. Im Museum gibt es noch die berühmte Augenklappe von John Laney. Ich bin mir sicher, dass die Magie inzwischen nachgelassen hat. Aber ich glaube, ich kann ihre Fähigkeiten wiederherstellen. Gut zu wissen. Was kocht denn da? Das Festmahl des Wissens. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Vergebungsfrosch. Wenn keine Entschuldigung ausreicht, verschenke den Vergebungsfrosch. Es ist wie eine Karte, nur viel besser, denn es ist ein Frosch. Davon habe ich noch nie gehört. Bist du sicher, dass das echter Voodoo ist? Kein Kommentar. Es funktioniert. Vertrau mir. Ich nehme diesen Vergebungsfrosch. Er kann jemandem helfen, auch sehr alte Verfehlungen zu vergeben. Gut zu wissen. Spitz? Es ist ein nicht magisches Zeremonialmesser. In der Tat sehr scharf. Oh, ich hätte gern dieses Messer. Eine ausgezeichnete Wahl.
Ich benötige deine mündliche Zustimmung zu einer Haftungsfreistellung. Okay. Dieses Produkt darf nicht für die Begehung von Straftaten verwendet werden, einschließlich Vandalismus, Gefängnisausbruch und Diebstahl alter, unschätzbarer Artefakte. Kein Problem. Sich selbst oder andere Personen zu bedrohen, zu verängstigen, zu erstechen, zu rasieren oder zu maniküren, liegt ebenfalls außerhalb des Rahmens der zulässigen Nutzung. Oh, okay, schätze ich. Das Produkt ist nicht zum Werfen geeignet. Das Werfen des Produkts verstößt gegen diese Bedingungen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schnitzen, schnibbeln, jonglieren und alle Tricks, bei denen das Produkt gestapelt oder ausbalanciert wird, können schwere Verletzungen verursachen und sollten nicht von Personen ohne Lizenz durchgeführt werden. Aha. Die Verwendung mit Brot, Brotbelägen, Bettbezügen oder Fäden kann das Produkt beschädigen. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden. Das Produkt ist scharf und sollte nicht in einer Tasche, einem Mantel, einem Gürtel, einem Hutband, einer Handtasche, einem Schulterholster oder einer Scheide getragen werden. Halten Sie das Produkt stets von Kindern, Haustieren, alten oder gebrechlichen Menschen, Clowns, Piraten und Erwachsenen fern und schließen Sie es nach Möglichkeit in einem Tresor ein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts. Durch die mündliche Zustimmung zu diesen Bedingungen übernimmt der Käufer hiermit jegliche Haftung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in diesem und allen möglichen und unmöglichen Universen. Oh, ist das der Moment, in dem ich Ja sage? Ja. Ja. Gibt es irgendetwas, was ich damit tun darf? Ich bin nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da sie zu einem Haftungsproblem führen könnte. Mhm, ja, das klang echt nicht sehr aufbauend. Aber hey, wir haben zumindest mal Zeug gekauft. Oh, noch eine Quizkarte. Okay, dann schauen wir da nochmal nach. Naja, vielleicht den Frosch erstmal anhören. Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Vergebungsfrosch. Es ist mein ganz eigenes, sehr scharfes, nicht magisches Zeremonienmesser. Mhm. Okay. Dann schauen wir mal. So, Name des Sheriffs von Monkey Island 1. Lago... Nee, das war 2. Das Lago-Embargo. Smirk... Mitoko war es ja auch nicht. Scheintop, oder? Ah ja, sehr gut. Nett. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon? 4, oder? Ein Kristall? Das ist nicht diese Art von Spiel. Kein Westwood-Spiel. Da steht, alles muss raus, aber mit Zahlen. Verpackst du auch Geschenke? Wir haben kein Geschenkpapier mehr. Es sei denn, du möchtest es in die Haut einer Eidechse einwickeln. Nein, danke. Warum nicht? Wenn ich das nächste Mal an einem Trommelkreis teilnehme, wären die sehr nützlich. Ein leerer Korb. Ich hätte schon letzten Monat hierher kommen sollen. Schade, dass er leer ist. Du machst das super, Kumpel. Mhm. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Ich wusste nicht, dass das ein Voodoo-Ding ist. Das sind sie nicht. Aber die Touristen mögen sie. Okay, dann... Jemand ist sehr aufgeregt, wenn ich dieses Schild ansehe. Sieht aus, als stünde sie schon immer da. Nicht für mich. Alles ist zu einer Pfütze ausgelaufen. Lecker. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange, was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Ja. Oh ja, ist genau, die Loot-Sachen, die ich mir auch nie so wirklich merken kann, also die Seltenheitsgrade bei Spielen. Ich weiß nie, ob grün oder blau zuerst kommt. Es ist ein ungewöhnlicher Tresor mit 5 Schlüssellöchern. Der Tresor steht leider nicht zum Verkauf. Er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Wie viel kostet der Tresor? Er steht zu keinem Preis zum Verkauf.
Wie ich schon sagte, er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Na gut, dann müssen wir irgendwann noch eine Runde Schlüssel suchen. Stehen die Vorhänge auch zum Verkauf? Alles muss raus. Sie würden ein tolles Kleid abgeben. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, ich glaube, dann haben wir alles hier, oder? Statue. Nicht sehr praktisch. Ja. Ist hier noch was in der Ecke? Ah, den Thron. Ich war schon immer von deinem Stuhl beeindruckt. Danke. Ja. Kann man auch anders verstehen. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge hier noch ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.